Und dann haben wir gleich Sand. Wunderbar. Echt gut, dass wir Sand haben. Hört diese Plackerei endlich auf mit dem Laufen und so. So, was sagst du jetzt? So, Lava müsste jetzt kommen. Genau. Komm. Na komm. Na komm. Hm? Hallo? Ah, jetzt kommt was. 140. Und er fängt hier sofort an, irgendwas zu tun. Aber wird nicht fertig. Doch, der Crusher läuft auch schon. Ach so, der produziert die ganze Zeit. Man sieht, ach so, die tauchen hier gar nicht auf. Die flutschen direkt drüber. Das macht mich ja fertig, ne? So, jetzt muss der hier noch ausgeben. Kannst du das ausgeben auch noch, oder was? Oder ist ihm nicht danach? Jetzt gib doch dein Zeug nach rechts weiter. Wie geht das denn jetzt? Ah. Oder liegt hier noch irgendein Output? Also das Ding hier ändert gar nichts, ne? Vier Gravel, bitte gibst du noch weiter. Achso, jetzt kriegt er nichts mehr, ne? Weil ich das jetzt kaputt gemacht habe. Also das muss als Input bleiben. Genau, dann gehen die auch wieder raus. So, also muss doch hier Input sein. Input. Hier Output. Nee, Jack soll off sein. Oh, ist das kompliziert. So, was ist denn hier eingestellt? Alles auf Input? Ach so, Moment. Was sind denn hier die Felder? Rotes Input. Also hier muss rot hin. Oder wie? Geht tut das aber, oder? Wenn ich hier Gravel reinmache? Geht. Also rot, da muss das Zeug rein. Mann, ist das nervig. Jetzt hat er keinen fertig. Ja, jetzt kann ich es nicht testen. Weil er keinen Strom hat, ne? Strom. Na komm, trau dich. Jawohl. Kommt nichts an. So ist doch richtig, oder?
Oder ist Energy vorne? So. Och, Mann, oh. Ah! Wenn ich alles auf Input mache, geht's auch nicht. Und wenn ich jetzt das hier wegmache, geht's auch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der das nicht rausgeben möchte oder ob der andere das nicht empfangen möchte. Wenn ich den rausmache, dann... Genau, wenn ich den rausmache, dann kommt nichts mehr nach, ne? Weil ich den hier anmache als Input. Dann kommt was nach. Okay, das funktioniert schon mal. Das funktioniert schon mal. Das haben wir aber auch hier als Output dann. So, ne? Energie kommt trotzdem rein. So. Und dann muss das doch hier einfach nur als Input, ne? Input, Energie muss weg. Warum geht das denn nicht? Muss ich da jetzt echt ein Item Duck zwischenklatschen oder wie? Oder brauche ich da ein Upgrade für von Mechanism? Wahrscheinlich, ne? Also der gibt es nach unten weiter, ne? Output. Eject is on. Ah, Eject is on. Ah, Eject is on. Ganz simpel gemacht, oder? Ey, wer das nicht kapiert, ne? Jetzt müsst ihr hier gleich... Hallo? Hallo? Hä? Ach so, ich kann die Kiste nicht öffnen. Ich kann die Truhe nicht öffnen, Mann. Dann brauche ich noch ein Servo. Ein Servo, bitte. Danke. Wo ist er? Da ist er. So. Und dann die Truhe da dran. So, dann ist hier natürlich Eject bitte auch an. Und dann müsste hier Sand ankommen. Ja! Oh, endlich! Okay, also hier wird jetzt im Prinzip immer Sand hergestellt. Immer. Also irgendwann läuft ja die Lava voll. Dann hört der auch irgendwann auf. Gut. Schöne Sandquelle. Das ist zwar jetzt ungemütlich laut hier drinne, aber Sand haben wir jetzt. Schön. Gefällt mir. Gefällt mir. Da können wir wieder eine Sache abhaken. Oh, Moment. Ich mach das mal gerade. Mach mal gerade das Silikon da hinten rein. Oder Silizium oder was da ist. So, das auch alles da rein. Die Eimer wieder in den Rucksack. Für alle Fälle. So. Dann den Servo da rein. Item Duct, Truhe. Apropos Truhe, wir können eigentlich mal zur Quarry latschen. Juhu! Achso, der läuft ja gar nicht. Juhu! Man kann sich so nach vorne und nach beamen, einfach so. Cool, ne? Das ist cool, ne?
Guck mal, die hier sind, die sind eigentlich total schlecht, die Dinger hier. Weil die wenig produzieren, glaube ich. Glaube ich zumindest. So, was haben wir denn hier? 6500 Blöcke gescannt. Haben wir auch ein bisschen was Nützliches dabei. Eisen kann ich verdreifachen. Tin, Ferros, Aluminium. Stone, Cinnabar. Osmium kann ich auch verdreifachen. Für mich wäre ja interessant. Zerdusquarz kann ich gleich verkloppen. Zaun? Irgendwo hat er Zaun abgebaut. Naja. Naja, so ist er halt. Hier ist ein bisschen Redstone, das ist schön. Noch ein bisschen Eisen dabei. Was haben wir noch? Claystone, Gravel, Saphir, Granit. Ich muss verschwinden, es wird dunkel. Osmium. Tritanium, das kann ich da auch. Kann ich das vermehrfachen? Ich weiß es gar nicht mehr. Tungsten. Lead. Zink. Kupfer. Hier gibt es keinen Redstone. Ich habe ein bisschen Angst vor Creeper. Creeper! Na, komm schon. Komm schon. Oh, da kommt schon eine Horde. Ich bin weg. Ich bin da mal weg, ne? So. Mal gerade hier alles reingeschmissen. Ne, da unten. Achso, das muss. Oh, hab ich Glück gehabt. Blöd, Mann. Das müssen wir auch noch ändern, ne? Das muss ins ME-System. Und nicht, ja, und nicht da irgendwie einsortiert werden in die Drawer. Drawer. Ne? Weil ich glaube, Eisen, hier, 7 Eisen. Ich glaube, Eisen haben wir auch nicht mehr viele. Wie viel Stahl haben wir eigentlich noch? Achso, heißt das jetzt, fair, ne, wie heißt das? Da. Refined Iron. 45 Stahl. Ah, ja, aber es wird ja jetzt wieder vermehrfacht, verdreifacht. Dann kann ich mir ja wieder was oben reinschmeißen. Was haben wir denn im Moment? 2 Blöcke. Ja, die nehme ich mal mit. Pack die Hälfte ins ME-System. Die Hälfte wird als Stahl verbrutzelt. Juhu. So. Die Hälfte bitte hier rein. Die andere Hälfte da rein. Ach, der heatet. Okay. Der heatet jetzt an und dann geht's los. So, komm mal bitte her. Wir müssen einmal was ändern. So, wir haben... Was haben wir überhaupt? Haben wir überhaupt irgendeinen Plan? Wir haben auch jetzt was geschafft, ne? Wir haben geschafft. Sand. Sand herstellen haben wir geschafft. Eigentlich müssten wir auch andere Metalle und so noch herstellen, ne? Aber ich habe absolut keine Ahnung, wie ich das machen soll. Von daher lassen wir das erstmal. Zweite FAT. Die zweite FAT, das finde ich eigentlich ein spannendes Thema, weil das eigentlich gut Energie bringt. Ich glaube, ich gehe mal schlafen. Bevor ich getötet werde, gehe ich jetzt mal schlafen, ne? Schlafen ist immer, schlafen ist auch gesund. Man braucht viel Schlaf. Da müsste ich ja todkrank sein. So, schlafen. Und dann gehen wir nochmal zur FAT. FAT? Ey, FAT machst du? Nee, zur FAT gehen wir. So. Gut. Achso, hier haben wir jetzt die Dekoration nicht drauf, ne? Die Dekoration. Weil wir da ja letztes Mal irgendwie... Ist ein Mistgeschick passiert, ne? Naja, gut. Müssen wir gleich nochmal ändern. Achso, das nehme ich gleich mal mit hier. Nur ein Schwert, echt? Ich bring's mal gerade zum E-System. Aua! So. Das Schwert müssen wir einschmalzen. Einschamelzen. Eigentlich müssen wir hier in die obere Etage auch mal so einen Teleport-Ömmel bauen.
Dann brauchen wir nicht dauernd laufen, ne? So, okay. Jo, jetzt will ich aber mal gucken, warum wir hier kein, nur ein Schwert haben. Also die Gehirne haben wir genug. Mach die mal nach oben, dann werden die weggezogen. So. Da liegt nur eins drinne und hier, achso. Ja. Ah, okay, da kommen die Schweinchen. Ich habe mich schon gewundert, wo denn hier und warum denn hier nichts kommt. Da kommt schon Sulfur, es geht ab in Müll. Dunkles Gehirn. Und helles Gehirn. Was machen wir eigentlich mit dem Dunklen? Achso, das wird hier auch gesammelt. Die Nuggets gehen da hinten hin, die werden vercraftet. Zu ihnen geht's. Okay. Nö, also eigentlich, so wie das hier so aussieht, auf den allerersten Blick, auf den zweiten auch, sieht das hier okay aus. Was haben wir hier? Gar nichts. Gut. Gar nichts ist schon mal gut. Hallo, lass mich hier raus. Okay. Eigentlich ist das hier alles in Ordnung. So, jetzt müssen wir noch da in die Truhe gucken, bitte. Da müsste ja auch irgendwie irgendwas angekommen sein. Nicht unbedingt was Nützliches, nicht unbedingt sehr viel. Ja, also ein paar Gehirne und so, ein bisschen Rüstung, noch mehr Rüstung. Pizza, Pizza. Redstone, ja, das nehme ich mit. Redstone kann ich gebrauchen. Ja, okay, aber das ist den Rest, den lassen wir mal hier liegen. Ne? Ihr macht das schon. So. Jetzt aber. Achso, hier hinten alles gut. Ja, alles abgefarmt. Alles abgefarmt. Das Ding hat Energie, wird nicht angezeigt. Also Balken zumindest nicht, aber hat Energie. Gut, gut, gut. Lass mich hier wieder raus. Das bedeutet, wir können eigentlich mal checken, wie viel Flüssigkeit wir haben. Der Tank ist ratzekatze voll. 16.000 Millibucket. Mehr geht nicht. Das heißt, das Ding ist auch voll. Und das Ding ist auch voll. Das würde ja bedeuten, unterm Strich, wir verschwenden Energie. Da oben ist jetzt nur Input, ne? Habe ich das jetzt so richtig angestellt? Da oben ist Input. Wo haben wir den Output? Nur nach unten und in der Mitte? Wieso in der Mitte? Wenn ich das jetzt... Achso, das braucht gar keinen... Das kann auch ein Input bleiben. Wenn ich jetzt den Output wegmache, dann füllt er sich auf, ne? Also wir kriegen hier schon gut Energie. Das sind Tausende, ne? 4000, 5000. Sag mal RF an. Genau. 30.000 RF. Ne, Kilo RF. Boah, ja. Okay, gib's wieder ab, bitte. Du darfst es wieder abgeben. Zack, sofort leer. So, du bist voll. Der ist voll. Gehirn haben wir genug. So, was haben wir denn an Zucker? 18 Zucker. Das heißt, Zucker wird uns dann als nächstes leer gehen, ne? Genau. Aber ich will trotzdem noch so ein Ding bauen. Da müssen wir nur da hinten die Leitung anzapfen. Das heißt, den Strom hier unten lang legen. Da hinten die Leitung anzapfen. Dass wir hier auch Zucker... Ne, hier noch eine Leitung hinbauen. So, die Leitung anzapfen, dass wir hier Zucker hinkriegen in den zweiten. Und auch Gehirne. Das kriegen wir hin. Wir müssen nur noch so eine FAT bauen. The FAT. The FAT. Gut, das kriegen wir hin. Wo muss ich denn hin? Da hinten? Ne, da. Jawohl. So, The FAT. Wir nannten ihn The FAT. Also, The FAT. Wie habe ich denn The geschrieben? Ja, ich schreibe einhändig, deswegen kommt da immer oder immer öfter Murks bei rum, müsst ihr mir bitte nicht nachsehen. So, oh, da habe ich es falsch geklickt. Also, ein Cauldron bitte. Dann brauchen wir, was haben wir denn alles nicht? Das in der Mitte haben wir nicht. Ah, nochmal von vorne.
Wir haben nur das, wir haben nichts. Was ist das denn? Brew Kettle. Gut, Electrical Steel und wir brauchen Fluid Tanks. Okay, diese Fluid Tanks machen wir wie folgt. So, was haben wir denn davon? Einmal, zweimal, haben wir alles da gehabt. Gefällt mir gut. So, Machine Chassis, kriegen wir denn so ein Ding nochmal hin? Ja,